Der schwarze Hautkrebs sieht sehr gefleckt aus. Es ist das hässliche Entlein unter den schwarzen Pigmentmalen. Es ist unförmig, es kann bluten, es kann jucken und es wird immer größer. Der weiße Hautkrebs ist vor allem bei den alten Personen und findet sich vor allem in den häufig sonnenexponierten Arealen, wo die Sonne viel hinkommt, Gesicht, Hände, und ist meistens ein harter, hautfarbener Knoten. Die Hautkrebsfrüherkennung ist sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass die Patienten, dass sie sich selber anschauen, vielleicht auch ihre Haut durch den Partner anschauen lassen, weil das Melanom oft an den Stellen entsteht, die man eben selber nicht sieht, wie den Rücken zum Beispiel. Und wenn man das Melanom in einem sehr begrenzten Stadium entdeckt, dann kann man das Melanom sehr gut durch operative Maßnahmen, durch Chirurgie beseitigen. Schwarzer Hautkrebs kann eigentlich überall am Körper vorkommen, sogar auf der Fußsohle oder im Mund. Es ist jedoch interessant, dass gerade dort, wo die Sonne oft hinscheint, Gesicht und Hände nicht so viele Melanome auftreten oder dann bei sehr alten Personen. Das Melanom tritt dann genau dort auf, wo die Sonne eben nur hier und da einwirken kann, zum Beispiel auf dem Rücken oder auf dem Gesäß. Für die Untersuchung ist wichtig, dass wir ein gutes Licht haben. Wir dürfen also nicht in einem schattigen Gang so schnell eine Blickdiagnose wagen, sondern wir müssen sehr helles Licht haben. Und dann werden wir anhand der ABCDE-Regeln solche braunen Flecken anschauen. Die ABCDE-Regel ist eine einfache Hilfe, um häufige banale braune Flecken von einem bösartigen schwarzen Krebs zu unterscheiden. Das A steht für Asymmetrie der Hautveränderungen, das B für die bogige, unregelmäßige Begrenzung und das C für das Kolorit oder die Farbe. Das D steht für Durchmesser. Man sagt, ein Melanom ist in der Regel größer als 5 mm, es gibt selten auch kleinere Melanome. Hingegen das E steht für Evolution, für eine Veränderung, für eine Wachstumsdynamik, für eine Farbveränderung. Dann ist das ein wichtiges Zeichen, dass hier wirklich ein Melanom vorliegen könnte. Der schwarze Hautkrebs ist deshalb so gefürchtet, weil es junge Patienten sind, die betroffen sind. Der erste Häufigkeitsgipfel ist bereits zwischen 40 und 50 Jahren, also viel jünger als bei Darmkrebs zum Beispiel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei Patienten mit malignem Melanom, Metastasen, also die Tochtergeschwülste, aufzudecken, sie zu finden. Und sie können einerseits über eine ganz konventionelle Schichtaufnahme arbeiten mittels Computertomographie. Es gibt ein neues Verfahren, das sogenannte PET-CT, das arbeitet mit radioaktiv markierten Zuckermolekülen. Und diese Zuckermoleküle lagern sich spezifisch in diese Metastasen ein und erlauben somit eine sehr hochauflösende und empfindliche Detektion von diesen Metastasen.